How smart is your city, heißt es beim 10. Mastercard-Talk im Wiener K47. Denn schon in wenigen Jahrzehnten wird der Großteil der Weltbevölkerung in Megacities leben. Wie lebenswert Städte wie Wien dann sein werden, steht in einem engen Zusammenhang damit, wie schnell sich heute diese Städte zu echten Smart Cities entwickeln. Vom Hausbau bis zur günstigen Öffi-Jahreskarte. Ich habe gelernt, dass ihr eine Karte habt, wo ihr die bezahlt, und da bezahlt ihr nur 365 Euro für das ganze Jahr. Ich bin ja fast umgefallen. Ich bezahle das ja für einen Monat. Doch bis wir in durch und durch smarten Städten leben, bedarf es noch eines längeren Prozesses, wie der Professor für Telekommunikation aus London in seiner Keynote analysiert. So, problem number one, and you will agree with me that this is that we have a huge divide. We don't have smart cities, we have smart versus city, right? And anybody who has been trying to deploy something here, use or sell something into cities, they will know it. We got the smart guys, the Ciscos, the IBMs, and we got the city guys, you know, the Swarcos, the Vancys and all these companies, which probably you've never heard of. Seit Jahren arbeitet Mastercard daran, solche Hemmnisse abzubauen und smarte Lösungen für mehr intelligente Convenience zu schaffen. So what citizen IDs are about, if you think about how you live your life in a city. So if you can combine this identity functionality and access functionality, access to all these places and events with the payment functionality, that just makes things easier for everybody, right? I don't need to have a separate driver's license, and if I can put that onto my payment card, my driver's license is also my credit card, is also my library card, is also my university card, is also my canteen card, and you put all of that onto you, it just makes life simpler for everybody. Technisch wäre die universelle Multifunktionskarte kein Problem. Ich finde so eine Lösung auch extrem charmant. Ich glaube nur, dass wir, wenn man sich ansieht, wie lange wir in Österreich gebraucht haben, um eine E-Card in den Markt zu bringen und wie kontroversiell das Thema Gesundheitsakte diskutiert wird, dass so ein Produkt noch ein gutes Stück weg ist. Durch kontaktlose Bezahlsysteme unter Einbindung von Mobilkommunikation wird zum Beispiel der Ticketautomat schon bald Geschichte sein. Ein heißes Thema für Datenschützer ist der gläserne Mensch, der durch seine Transaktionen eine digitale Spur hinterlässt. Zum einen sind die Befürchtungen unbegründet, zum anderen können genau diese Daten Stadtverwaltungen zu vielerlei Verbesserungen nutzen. Ich glaube, was wichtig zu betonen ist, dass alles, was wir rund um dieses Thema machen, mit anonymisierten Daten passiert. Ja, und ich glaube, aus den Zahlungsströmen, ja, vor allem grenzüberschreitenden Zahlungsströmen, kann man enorm viel lernen. Da kann eine Stadt viel lernen, da kann jede Tourismusregion sehr viel lernen daraus und Insights gewinnen und einfach am Ende des Tages bessere Entscheidungen treffen. Also da ist auch sehr viel Potenzial da. Wir hatten auch heute das Thema Big Data versus Big Action. Ja, ich glaube, momentan sammelt man hauptsächlich noch Daten, aber um daraus dann wirklich, man generiert auch schon Insights. Ja, und ich glaube, der nächste wesentliche Schritt ist tatsächlich, aus diesen Insights dann auch Aktionen folgen zu lassen. Smarte Lösungen liefern vielfach einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität. Ich kann mir vorstellen, dass mit den neuen Technologien in der Nachrichtentechnik, wie 5G und zum Beispiel, kann Mastercard dann auch sehr profitieren, weil wir können jetzt Sachen machen, die normalerweise früher vielleicht 100 Millisekunden gebraucht haben, das können wir jetzt in einer Millisekunde machen. Echtzeitkommunikation in einer mit Milliarden intelligenten Geräten vernetzten Gesellschaft wird viele bisher utopische Möglichkeiten eröffnen. Die Zukunft wird sehr smart.